Mein persönlicher Clip der Woche. Herzlichen Glückwunsch, du hörst die richtige Musik und bist somit kein Sternchen innen, um es in der Spotify-Sprache zu sagen. Dankeschön für deinen Support. Und damit herzlichen Glückwunsch, du bist hier auf dem richtigen Kanal und bist somit kein NPC innen. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Ihr habt mir den Instagram-Kanal Mädelsabende vorgeschlagen und den schauen wir uns jetzt genauer an. Mädelsabende ist ein Kanal von Funk und hat ganze 301.000 Follower. Lasst uns reden über Gefühle, Unsicherheiten, Tabus und alles, was euch und uns bewegt. Einer meiner Lieblingsposts dieser Seite. 300.000 Follower innen. Eure Lieblingsillustration. Junge, was haben diese zwei Kamele, die es miteinander tun, jetzt mit Feminismus zu tun? Klingt doch sehr positiv. Steigen wir in den ersten Post ein. Schluss mit feministischem Empowerment. Victoria's Secret will wieder sexy werden. Ein Joke? Nein. Okay, also die Modemarke Victoria's Secret, die für Dessous steht, will wieder sexy werden. Ist ja auch irgendwo logisch, weil Sex sells, aber inwiefern ist jetzt Schluss mit feministischem Empowerment? Und was hat das Ganze eigentlich mit Feminismus zu tun? Das hat die Firma laut Medienberichten jetzt so beschlossen. Kurze Zusammenfassung. Die Dessous-Marke hatte sich in den letzten Jahren nach dem ein oder anderen Skandal etwas diverser präsentiert. Nicht nur Classy Engel mehr auf dem Laufsteg, sondern auch Models mit Behinderung. Und neue Gesichter für ihre Kampagnen, wie etwa die lesbische Fußballerin Megan Rapinoe. Aber der Fokus soll sich jetzt wieder ändern. Mehr Sex Appeal statt Empowerment. Das bringt scheinbar nicht genug Kohle. Wenn wir mal ehrlich sind, das Ziel eines jeden Unternehmens ist ja die Gewinnmaximierung. Und wenn sie jetzt merken, hey, mit unseren früheren Models haben wir mehr verkauft als mit den heutigen, dann ist es ja ein logischer Schritt, wieder zurückzugehen. Was ich aber hier nicht verstehe, warum ist es jetzt besonders empowernd, wenn sie jetzt eine lesbische Frau nehmen, anstatt die Models davor? Ich meine, damit supporten sie ja trotzdem die Frauen und bieten ihnen einen Job. Und sind wir mal ehrlich, die meisten Unternehmen, die auf Krampf diese Woke-Schiene fahren, wie Disney, stürzen halt ab. Und da ist es jetzt für mich verständlich, wenn Victoria's Secret dahingehend einen Schritt zurück macht. Gibt Victoria's Secret damit etwa öffentlich zu, dass Diversity und Empowerment am Ende des Tages doch nur eins waren? Eine Marketingmasche? Nein. Ich würde behaupten, bei fast allen Unternehmen ist das nur eine Marketingmasche. Schließlich wollen sie ja ihren Gewinn maximieren und mehr verkaufen. Aber nur weil man jetzt kein lesbisches Model oder eine Body Positivity Influencerin nimmt, heißt es ja nicht automatisch, dass man nicht inclusive oder empowernd ist. Letztendlich denke ich schon, dass das für die meisten Unternehmen eine Marketingkampagne ist, um ihr Image aufzubessern. Beispielsweise hat ja Nike auch mal Werbung mit der Transfrau hier gemacht und da haben sich auch viele Feministinnen beschwert, dass jetzt biologische Männer deren Jobs wegnehmen. Genauer gesagt, eine, die nicht genug Geld bringt und jetzt leider weg muss. Hey, hey, Mr. Victoria's Secret, also ich kenne mich jetzt auch nicht so gut damit aus, aber vielleicht braucht so ein Imagewechsel auch einfach mehr Zeit. Vor allem, wenn man jahrzehntelang fast nur weiß, dass Sassimo Models vorgesetzt bekommen hat. Was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn Victoria's Secret wieder diese weißen Size Zero Models nimmt, anstatt übergewichtige oder lesbische Models? Was auch immer jetzt die Sexualität für eine Rolle spielt, wenn man sich jetzt ein Model aussucht. Wenn ich jetzt eine eigene Modebrand hätte und dieses T-Shirt hier verkaufen wollen würde, dann würde ich ja auch nur Models einstellen, die darin gut aussehen. Ich meine, von dieser Calvin Klein Werbung fühle ich mich jetzt auch nicht diskriminiert, nur weil ich schlanker bin als die Person. Du Lümmel, pack das Ding da wieder ein, es sind schließlich Kinder anwesend. Achso, und Diversity jetzt so als Kampagne sehen und nicht so als Einstellung, schwierig. Die Marke will jetzt nicht alle Vorwürfe über Bord werfen und sagt in einem Statement ganz stolz, Sexiness kann auch inklusiv sein. Wow. Fragt sich nur, wie inklusiv, wenn Victoria's Secret am Ende vielleicht wieder so aussehen wird. Aber hey, Hauptsache die Zahlen stimmen, hm? Okay, also für sie ist es nicht mehr inklusiv, wenn sie auf diese sexy Models setzen. Aber inwiefern ist es denn inklusiv, wenn du diese jetzt ausschließen möchtest für eine diverse Kampagne? Hier würde mich mal eure Meinung interessieren. Welche Kampagne findet ihr besser, die rechte oder die linke? Letztendlich habe ich das Gefühl, dass die Woke-Bubble nicht checkt, dass es den Unternehmen nur ums Geld geht. Und wenn Unternehmen mit diesen Marketingkampagnen ins Minus gehen, dann ist es normal, dass sie zurückrudern. Kommen wir jetzt zum nächsten Post und zwar zu den Vorwürfen an die Vanilla Girls. Ja, meine Freunde, ich war genauso verwirrt wie ihr, was sind überhaupt Vanilla Girls? Okay, alles was wir hier sehen ist eine blonde Frau, die wahrscheinlich zu dumm ist, um ihr Vanilleeis zu essen. Beige-Ton steht für die Stereotype Liebe und zurückhaltende Frau. Ja, wer kennt's nicht, man geht durch die Straßen und beurteilt die Menschen anhand ihrer Kleidungsfarbe. Schwarz steht übrigens für toxisch und privilegiert. Idealisiert die weiße, schlanke, normschöne und wohlhabende Frau. Also ich weiß ja nicht, du kannst ja auch schwarz, dick, norm, hässlich und pleite sein und dir trotzdem deine Haare blond färben und Beige-Ton tragen. Auf den ersten Blick versteht man diesen Post nicht, aber man kann ja weiterblättern.
Okay, also Vanilla Girls sind jetzt junge, blonde, schlanke Frauen, die eine Vorliebe für Kerzen haben mit Vanilleduft und Beige-Töne. Aber warum sollen die jetzt problematisch sein? Ich brauche mehr Informationen. Was zeichnet Vanilla Girls aus? Junge, schlanke, meistens blonde Frauen, beige Kleidung und Einrichtungen, natürliches Make-up, also ich sehe immer noch nichts Negatives. Hobbys sind Yoga, Journaling und Kaffee trinken. Okay, ich verstehe nicht, was an Sport und Kaffee so schlimm sein soll. Und ganz wichtig, Kerzen und Beauty-Produkte mit Vanilleduft, Tutorials für Frisuren, Selfcare, Nägel und Make-up, um wie ein Vanilla Girl auszusehen. Junge, wo ist denn jetzt das Problem? Fehlende Diversität. Helle Haut und normschöne Körper als Schönheitsideal. Okay, also die können ja nichts dafür, dass sie weiß sind. Und ich weiß jetzt auch nicht, was daran verwerflich sein soll, schlank zu sein. Das ist immerhin besser als stark übergewichtig. Jedenfalls für eure Gesundheit. Tutorials und Kosmetikprodukte für dunkle Hauttöne gibt es nicht. Das ist ja so nicht ganz richtig. Kosmetikprodukte für dunkle Hauttöne gibt es sehr wohl. Und was ist jetzt mit Tutorials für dunkle Hauttöne gemeint? Ich meine, wenn es keine gibt, dann mach doch welche. Und ein ganz großes Problem ist natürlich, dass sich nicht jede Person die Produkte leisten kann. Ich finde auch Farid Bang sehr problematisch, denn nicht jeder kann sich eine Richard Mille am Handgelenk leisten. Vanilla Girls werden als zurückhaltend und stets top gestylt dargestellt. Naja, wer macht gerne ein Foto von sich, wenn er gerade scheiße aussieht? Im Englischen wird Vanilla auch als Synonym für langweilig genutzt. Shots fired. Wenn ich jetzt ein Vanilla Girl wäre, würde ich mir das nicht gefallen lassen. Und wo wir beim Thema fehlende Diversität und normschöne Körper sind, ich fühle mich maximal von Calvin Klein diskriminiert, denn die haben diesen normschönen Körper durch eine übergewichtige Person ersetzt. Ich finde immer noch links tausendmal ästhetischer. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Körper ihr bevorzugt. Die haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, das Ganze nochmal in Videoform zu erläutern. Schon sehr auffällig, dass bei solchen Trends immer die gleiche Zielgruppe angesprochen wird und zwar die junge, weiße, normschöne Frau und alle anderen gar nicht. Es ist doch nur ein scheiß TikTok-Trend. Wenn ich jetzt einen TikTok-Trend mache, muss ich wirklich jede einzelne Person ansprechen? Ich glaube nicht. Und wer da nicht dazugehört, hat es in unserer Gesellschaft auf jeden Fall super schwer gesehen zu werden. Oh ja, alle in der Gesellschaft, die kein Vanilla Girl sind, haben es super schwer gesehen zu werden. Auch jede Durchschnittsfrau kriegt 100 DMs auf Insta. Frag mal Durchschnittstypen, ob die gesehen werden. Die sind unsichtbar. Und durch diese Trends wird es auf jeden Fall verstärkt. Und ich habe auch nichts gegen den Trend an sich, sondern eher dagegen was, dass die Geschäfte und sozialen Medien und Zeitschriften sich diesen Trend zum Narrativ machen und dadurch ein gängiges Schönheitsideal entsteht, dem andere einfach nicht gerecht werden können. Hä, warum nicht? Ich meine, jeder kann langweilige beigefarbene Kleidung tragen, sich die Haare blond färben und ein Vanilleeis essen. Und ich meine, für die Personen, die jetzt stark übergewichtig sind, die meisten von denen können es schaffen abzunehmen. Aber nur wegen eines TikTok-Trends, wo irgendwelche Blondinen sich Vanilla Girls nennen, heißt es noch lange nicht, dass das das neue Schönheitsideal ist und jeder darauf steht. Und sowieso finde ich, dass wir uns fragen sollten, wen ein Trend ein- oder ausschließt. Und vor allem auch, was man dagegen unternehmen kann, bevor wir uns diesen Trend annehmen. Und ich finde, wir sollten viel mehr diverse Möglichkeiten haben, uns zu entwickeln. Mein Gott, sie beschwert sich hier ernsthaft wegen eines TikTok-Trends. Na, dann starte doch deinen eigenen TikTok-Trend und anstatt blond und schlank bist du dann fett und dunkelhaarig. Also wirklich, mittlerweile gibt es doch Trends in jede Richtung. Was juckt es mich, wen der Trend einschließt oder nicht? Ich kann jetzt auch nicht beim Trend Vanilla Girl mitmachen, aber mich juckt's gar nicht. Man muss ja auch nicht überall mitmachen. Und jetzt die wichtigste Frage. Was macht der Trend mit euch? Was ist verkehrt daran, wenn sich eine weiße, schlanke Frau dazu entscheidet, diesem Trend zu folgen? Ich kenne die ein oder andere Frau, die so seit Jahren sind. Vielleicht ist es ihr Ding, ohne jemanden ausschließen zu wollen. Ich bin überrascht, es gibt noch normale Leute. Aber ein Vanilla Girl hat zurückgeschossen. Imagine being offended by a Vanilla Girl. Nicht alles muss für alle sein und nicht jeder muss immer angesprochen werden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es wirklich nicht so feministisch, wenn man sich eine Gruppe von Girls, nämlich junge, schlanke, blonde Girls aussucht und auf die einprügelt. Nachdem sie zahlreiche negative Kommentare zu den Vanilla Girl Post erhalten haben, haben sie natürlich einen draufgesetzt.
Junge, das war unangenehm. Vor allem POV, du fühlst den Vanilla Girl Trend einfach nicht. Ja, dann mach nicht mit. Keiner zwingt dich, irgendwelche TikTok-Trends nachzumachen. Junge, weil das so unangenehm war, erwarte ich von euch, dass ihr das Video liked und nochmal von vorne anschaut. Aber eins gebe ich mir noch. Okay, ganz kurz, was ist das schon wieder für ein TikTok-Trend? Okay, hier geht's darum, dass Girls keine Dates haben und ihr Bodycount bei 0 ist, bis sie geheiratet haben. Finde ich persönlich besser, als wenn eine schreibt, ich habe einen Bodycount von 1000 und gib's jedem. Ich bin jetzt gespannt, was sie kritisieren wird. What the fuck? Habt ihr den Virginity-Trend schon mitbekommen? I mean, wenn du keinen Sex haben möchtest, dann hast du keinen. Fertig, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Okay, jeder darf doch das posten, was er möchte. Was hast du denn jetzt ein Problem damit, wenn sie ein Video machen, wo die sagen, mein Bodycount liegt bei 0? Aber was sollen solche Videos denn anderen vermitteln? Vielleicht, dass man es nicht mit jedem zweiten treiben sollte? Wenn du schon Sex hattest oder vor einer Beziehung mit jemandem schläfst, bist du eine Ho. Nein, das interpretierst du jetzt rein, um die Videos schlecht zu reden. Das hat keine dieser Girls gesagt. Viel Sex steht einer Frau nicht. Enthaltsam sein aber schon. Und nicht zu schnell schwach werden, sonst bist du leicht zu haben. Ja, stimmt. Wenn du es mit jedem zweiten treibst, dann bist du ganz schwer zu haben. Nochmal kurz zum Abspeichern. Erstens, ihr könnt Sex haben, wann ihr wollt, so viel ihr wollt und mit wem ihr wollt. Konsens vorausgesetzt. Ja, Karen, in keiner der TikToks hat ein Mädel gesagt, du darfst das nicht. Zweitens, wenn ihr mit jemandem schlafen möchtet und das dann auch tut, dann ist das nicht leicht zu haben, sondern selbstbestimmte Sexualität. Und die ist sexy. Naja, kommt drauf an, wie diese selbstbestimmte Sexualität ausartet. Wenn selbstbestimmte Sexualität heißt, dass du jede Woche einen anderen hast, dann kann ich dir versichern, finden das die meisten Männer nicht so attraktiv. Und ob Jungfrau oder mit 200 Leuten geschlafen, können wir bitte, bitte aufhören, Frauen für ihre Sexualität zu bewerten. Naja, es verurteilt dich keiner, du kannst machen, was du willst, aber es ist nun mal Fakt, dass Männer, genauso wie Frauen, Ansprüche haben, wenn sie sich einen Partner auswählen. Und ich denke, ich spreche da für die meisten Männer, es kommt halt nicht so gut an, wenn du weißt, die Dame ist Anfang 20 und hatte schon über 200 verschiedene Typen. Ich denke, bei Frauen, die etwas Ernstes suchen, ist das ähnlich. Wenn eine Frau einen ernsthaften Partner an ihrer Seite sucht und weiß, der Typ hat jede Woche eine andere oder schon 300 gehabt im Bett, dann ist sie wahrscheinlich auch abgeneigt oder unsicher, ob sie nur eine von vielen sein wird. Außerdem in den eingeblendeten TikToks ging es darum, dass Frauen damit angeben, dass ihr Bodycount 0 ist oder dass sie bis zur festen Ehe oder Partnerschaft warten. Und ich weiß nicht, wieso sie hier als Feministin die anderen Frauen dafür runtermacht, dass sie solche TikToks machen. Was kann ich zum Abschluss sagen? Es war anstrengend, mir diese Vocal-Seite zu geben und dieses Video zu erstellen, deswegen lasst gerne ein Like da. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Danke fürs Zuschauen.